Ich begrüße euch zu einer weiteren Folge hier im Spiel Final Fantasy XIV Realm Reborn und heute mit dem Patch 2.55 sind wir am Start und ich muss die Schmach vom letzten Livestream müssen wir wieder begradigen und deshalb werden wir uns heute wieder der Instanz widmen. Was war das für Instanz? Schicksalsweg, der Schicksalsweg, glaube ich. Und da sind wir im letzten Livestream ziemlich kläglich gescheitert mit den ganzen Randoms. Und heute versuchen wir uns mit einer fast ganzen Stammgruppe mal ranzubewegen. Und deshalb bin ich auch nicht ganz allein. Wir haben einmal die Melitus, den Flo, die Rin und den Mishu und auch den Scharlach am Start. Hallihallo. Hallo. 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 So, bei Rin ist ein bisschen Party, das kennen wir ja schon. Die Rin ist noch im Urlaub, für die Leute, die es noch nicht wussten. Und da ist gerade eine Feier am Start. Also lasst euch da irgendwie nicht von irritieren. So. Ah ja, und der Mishu, der ist nicht im Teamspeak, der ist mit seiner PS Vita am Start. Das wird auch sehr interessant. Ja, wir machen es zum Affen-Milli, ich weiß. So, also, auf geht's. Ich melde mal an. Mal gucken, ob es diesmal besser klappt. Wie war es bei dir, Flo? Du hast gesagt, du hast mit Shinji das gemacht und dann der Rest randoms, oder wie? Ja, es ist grauenhaft. Wie viele Tries habt ihr gebraucht? 4 bis 5 waren es mindestens. Muss halt teilweise an richtig ja, Kleinigkeiten, dass der Heiler hat den Tank nicht oben halten können, der ist dann umgekippt und die Ads sind dann aggro gelaufen. Hier und da mal irgendwas vergessen zu aktivieren. Okay. Und DPS. Was ist denn jetzt wirklich so das Wichtigste, dass die Tanks das auf die Reihe kriegen, die Ads irgendwie unter den Boss bekommen oder schon das mit den Kanonen? Beides. Die Ads sollten unter dem Boss stecken, damit die Kanonen die Ads zerstören. Das heißt, 2 DDs gehen an die Kanonen, die Tanks sind damit den Ads unter dem Boss und sonst ist der Rest eigentlich ein Damage Race, oder? Das Shinji hat es so veranlagt, dass ich als Off-Tank gehe an die Kanone, er als Heiler geht an die Kanone. Der Paladin hat sich die Ads geschnappt unter dem Boss und der andere Heiler hat sich um den Heiler dann, um den Tank dann gekümmert und alle DDs auf dem Boss. Okay. Ja, ich bin gespannt, ob wir es jetzt schaffen. Man sieht schon, der erste flüchtet schon, ein Tank weniger. So. Na gut, müssen wir ein bisschen warten, aber das ist halt normal. Und ich bin wirklich gespannt, ob wir es jetzt auf Anhieb packen oder ob wir jetzt hier wieder lange für brauchen. Aber der Drache ist schon riesig. Das da ist schon nicht schlecht. Das Lustige ist, man kann den Boss eigentlich ohne Probleme, ohne alle Mechaniken hier zerstören. Man hat circa 10 Minuten Zeit, glaube ich, und er hat weniger Leben als Avatar. Mit dem 8-Mann-Trupp Premade könntest du ihn einfach so zerstören. Okay. Na, wir werden mal sehen, ob das hinhaut. Was ist eigentlich mit den Ads? Werden die komplett alle ignoriert oder müssen wir schon die größeren Ads fokussen? Wenn die die Kanonen richtig gemacht werden, können wir die komplett ignorieren, glaube ich. Ja, da gab es auch verschiedene Meinungen. Also ich war ja hier drin gewesen und da haben die einen gesagt, die große Schildkröte zum Beispiel platt machen oder halt generell den großen Drachen. Also nicht den Drachen, den hier, sondern den etwas kleineren. Aber gucken, ob wir das mit Kanonen hinbekommen. Aber da können wir direkt mal klären, wer macht die Kanonen? Soll ich das machen oder Melli oder was denkst du, Flo? Ich kaufe den Boss. Ja gut, dann machen das Melli und ich, würde ich mal sagen. Die sind zu bedienen wie auch in den üblichen Instanzen, oder die Kanonen? Ja. Die haben halt 3 verschiedene Modi, also einen normalen Schuss, dann einen Schuss, der slowt, glaube ich, und einen, der vergiftet. Wobei man die 2 letzten nur, glaube ich, 2-mal abfeuern kann oder so. Machen die Kanonen auch massiv Schaden auf dem Boss oder eher nur auf die Ads? Auch auf dem Boss. Okay. Naja. Schauen wir mal, ob das hinhaut. So, sind wir jetzt eh vollständig, oder? Warum machst du das mit der Harpune? Das ist... Sind das die Fesseln oder der Turm? Der Turm. Okay, was muss man da machen? Ich hab keine Ahnung. Ich probier's. Du musst hochgehen und warten, bis der Boss angekettet. Diesen Strahl macht beim ersten Mal.
Und dann aktivierst du irgendwie die Harpune und beim zweiten Mal musst du auf das Ankerten warten, dass die zwei an der Kanone machen müssen. Okay, ich probier's. Warten mal, bis er in die Range kommt. Also Schaden zahlen sehe ich jetzt gerade nicht, wenn ich auf den Boss feuer. Und du tust schon, glaube ich. Du musst halt ziemlich mittig unter dem Boss erzielen. Das ist ein bisschen nervig. Okay. Also die Hitbox ist vergleichsmäßig zu seiner Größe extrem klein. Muss ich dann weg aus dem AE? Ja. Das sind One-Hits sonst. Wie komme ich von der Kanone weg? Escape. Einfach weglaufen. Achso, okay. Gut, hab's jetzt noch überlebt gerade. Passt. Ich konzentriere mich mal auf die Kanonen. Oh, das gibt's denn nicht, war doch aus der Hitbox. Aber die Kanone explodiert anscheinend ja auch. Also durch die Sprengung der Kanone, oder? Übel. Die Storyline eigentlich noch recht lang, wenn man den Boss jetzt besiegt hat. Ja. Da kommt der lange Teil. Kleiner Tipp, wenn dann mal, da kommt dann mal so eine Meldung mit, sie sollten sich jetzt ein bisschen Zeit nehmen, dann nehmen mindestens eine Stunde Zeit. Da was? Dann, eine Stunde? Ja. Da kommt ein Video, das ist wirklich lang. Also ich habe glaube das Video mindestens eine Stunde angeschaut, mit Lesen und allem. Ja, wobei jetzt eigentlich recht viel, muss ich sagen, synchronisiert war. Das fand ich recht cool und angenehm. Der ganze letzte Abschnitt, das ganze letzte Video ist synchronisiert. Auch richtig gut gemacht. Und drin passt Square Enix jetzt dafür. Okay. Nicht spoilern. Nein, nicht spoilern nicht. Das Spoilern ist verboten. Wenn er den geraden Strahl nach vorne macht, oder? Ja. Boah, wenn man der Kanone steht, haben wir gar keine Zeit, so einen Schaden auf den Boss zu machen. Aber es sieht doch gar nicht mehr so schlecht aus. Oh, ja, machen wir jetzt, Ron. Machen wir jetzt. Ich glaube, der ist dann schon zu weit vorne, wenn er den Strahl macht, oder was? Ich komm nicht weg. Boah, doch jetzt. Hat gepasst. Also, wenn er den Strahl macht, dann ist es schon zu spät. Ich sag's dir dann, wann du es machen kannst. Es hat doch gerade gepasst. Ah, stimmt, du kannst zweites eh festgekettet. Ach komm, ey. Also, einfach von der Kanone wegrennen geht nicht. Wir können hier einfach so zurückgehen. Also Leute, ich bin kein Paradebeispiel dafür, wie es man machen sollte.
Das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Nee, sieht bisher recht gut aus. Gewusst wie. Oh, ich hab den Turm vergessen. Kam der schon? Der kam noch nicht. Jetzt weiß er gerade den Kanonen, oder? Mhm. Ja, noch einen Weg, oder? Wisst ihr, wann ihr die Ketten machen müsst? Nee. Diese Fesseln meinst du? Ja. Nee, der steht nicht später bei euch vorne und fängt dann an, diesen langen Laser zu casten. Wenn dann so eine lange rechteckige AOE in euch ist. Das seid ihr, ihr steht automatisch drin, dann aktiviert ihr diese orangene Kristalle neben euch. Okay. Jetzt oder was? Okay. Okay, ist. Und dann darf Rin ihre Tower reinhauen. Was ist, wenn man das nicht machen würde? Das dann wäre nicht schlimm, aber es würde den Kampf unnötig schwer machen. Diesen Angriff, den Rinder macht, der verursacht eine ganze Menge Schaden am Boss. Okay. Aber ich glaube, ab jetzt könnt ihr einfach auf den Boss drauf und sobald eure Kanonen kaputt sind. Okay, ja. Das lief doch recht gut, kann man sagen. Aber das mit dem Tower habe ich noch nicht verstanden. Wo ist der denn? Ich habe den noch gar nicht gesehen. Das sind diese kaputt. Hinten siehst du ihn, glaube ich, noch. Da siehst du am Rand der Karte so einen Stab nach oben. So einen Turm mit so einer Kanone oben drauf. Okay. Oder wenn du jetzt hinter die Barriere guckst, rechts daran ist da diese große Hauptstadt. Hier, wo ich jetzt hinlaufe. Warte, ich hab noch kurz Videos übrigens. Ja, gut, schauen wir mal kurz. Also, was ist relevant? Also, die Ads halt unter den Boss halt ziehen gesammelt. Dann jeweils zwei Damage-Dealer an eine Kanone jeweils. Alles draufholzen. Dann die Fesseln, die ist, was wir gerade eben gemacht haben, die Mille meine Wenigkeit, aktivieren, wenn halt dieser längliche Strahl kommt. So, und diese Tower, das sind die hier, was muss man hier genau machen? Beim ersten Mal, wenn der Boss einfach nur diesen AOE nach vorne macht, benutzen und bei den nächsten nur dann, wenn der Boss gefesselt ist. Okay. Da hast du oben so eine Balliste, die ist hier, kannst du dann aktivieren. Okay, und was bewirkt das genau? Das macht massiv Schaden auf den Boss. Also wenn man es ignorieren würde, wird einfach der Kampf wesentlich länger gehen. Ja. Ja, aber siehst du, wir haben das. Wie viele Barrieren wären es noch gewesen? Noch die eine und dann wäre es vorbei? Die eine und dann hat man noch ein bisschen Zeit, wenn er auf das Tor da drüben prügelt. Aber man sieht es auch hier, es sind ja mehrere Tower. Da vorne wäre auch noch ein Tower. Und da auch, also drei Tower, die aktiv wären, ne? Um zusätzlich Schaden zu machen auf den Boss. Ja. Ja, okay. Ja, gut zu wissen. Ja, also ja. Bei mir und Schiene hat er schon 3-4 Hits auf das Tor gelandet und ich glaube, wir waren sehr knapp davor, das zu schaffen. Oder halt okay. Zu sterben. Ja, das Gute ist ja, dass man auch trotzdem, wenn man gestorben ist, direkt wieder in den Kampf reinrennen kann. Auch sehr praktisch. Ja gut, das war es dann auch gewesen zu dem Thema. Vielleicht konnten wir da ein bisschen mithelfen und wir haben jetzt unsere Schmach vom letzten Livestream wieder hier zurechtgebogen. Und dann sage ich mal danke fürs Helfen wieder an die Flu, an die Rinnen, natürlich an den Mishu, der jetzt gerade nicht im TS ist. Aber vielen Dank, Schalach natürlich auch, der noch gar nicht weiß, dass wir das aufgenommen haben. Und dann sage ich mal bis zum nächsten Mal zu einer weiteren Folge jetzt hier im Spiel Final Fantasy 14 Realm Reborn. Bis dann und viel Spaß euch noch mit dem letzten Patch vor der Erweiterung.